Da haben wir ein bisschen Badesalz und noch ein Gesundheitstinktur. Lustigerweise können wir jetzt ja quasi den hier machen. Das kostet ja keine Energie und gar nichts. So, der ist aufmerksam geworden, aber da ist nichts. Sein Kollege auch. Das heißt, wir können die auch weglocken einfach. Okay, das hier sieht schon interessant aus. Ich suche hier Schritte. Oh, da komme ich. Da komme ich gar nicht lang. Oh. Pff, Heiliger. Boah, ist das hier ätzend. Blutfliegen haben alles zugeklatscht. Okay. Hier müsst ihr ja theoretisch fliegen gerade. Schön. So. Es ist einfach so riesengroß hier alles. Es ist so riesengroß. Ich weiß nicht, wo ich. Ich weiß aber nicht, wo ich noch lang soll. Lalala. Hier ist ein Lift. Wo geht der hin? Huch, guck mal. Hier drin bleibt plötzlich das Ding hier stehen. Floor, irgendwas. Lalala. Jetzt geht's wieder. Hat sich gerade ein bisschen aufgehangen. So, hier, das sieht aus wie ein. Komisch. Warum beißen die manchmal Ratten und manchmal nicht? Manchmal fliehen sie und manchmal... Oh, hier war in der Vergangenheit Blutfliegen. Und dann haben sie es geflutet wahrscheinlich. Achso, warte. Wo bin ich denn? Was mache ich denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe hier irgendwie in eine Richtung. Ich habe keine Ahnung, wie ich wohin komme. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. So, die beiden brechen da die Wand auf später. Und da sind diese Blutfliegen drin, die dann Teile des Hauses übernommen haben. Und dann fluten sie den Teil einfach, wie es aussieht. Ob das eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich nicht. Ich speichere mal gerade. Nicht werfen, lieber Sand fallen lassen. Das ist Silber. Das geht nicht kaputt. Ich mache mir keine Sorge, dass was kaputt geht. Du weißt, warum der Keller abgeschlossen ist. Blutfliegen. Ja, die sollen Neugierige fernhalten. Wir kommen später zurück, um die Beute zu holen. Ach. Das ist ein guter Plan. Warum bist du dann so nervös? Dummkopf! Wenn du das Nest störst, werden sie hier unten bald unsere aufgeblähten Leichen finden. Voller Blutfliegenmagen. Sind sie so schlimm? Sowas gibt es in Morley nicht. Glaub mir,
Die sind so schlimm. Und dieses Jahr ist das Schlimmste bisher. Krass, dann haben die hier die Blutfliegen ins Haus gebracht, oder was? So, er haut ab. Und sein Kollege, wo ist er hin? Er steht da, aber wo ist sein Kollege? Da wir hier nichts einsetzen können, muss ich natürlich genau wissen, wo die sind und was ich dann machen kann. Der Kollege ist einfach nicht mehr da. Angeblich. Okay. Ich stelle mich mal hier hinten hin und mache mal ganz kurz wieder den hier. So, nochmal speichern. Und dann gehe ich mal ganz kurz darüber, schleiche da rein und dann schauen wir mal. Das Hemd stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. Okay, egal. Ich kann da schnell rein. Gespeichert ist. Okay, ich muss hier irgendwie einen Landeplatz finden. Kann ich hier irgendwo drauf? Oder habe ich irgendwann ein trockenes Plätzchen, wo ich vielleicht... Na. Oh, was ist das? Schwierig. Vielleicht lässt sich das umgehen in 3 Jahren. Ja, das wäre schön. Das Problem ist nur, ich kann hier nichts machen. In 3 Jahren. Wie jetzt? Wir brauchen ein Kurbelrad, wie es aussieht. Puh, hallo? Was passiert denn hier gerade? Ich wurde gerade sanft rausgetragen. Wo kriege ich ein blödes Kurbelrad her? Er latscht hier rum. Gibt es hier vielleicht irgendwo ein Kurbelrad für mich? Irgendwo in diesem Rumpelkeller? Probieren wir es mal. Kabelwerkzeug, aber kein Kurbelwerkzeug. Okay, ich muss mal, es ist inzwischen 5:30 Uhr morgens, ich mach mal gerade eine Aufnahmepause. Ich merke schon, wie ich stiller werde die ganze Zeit, das ärgert mich selber. Ich würde sagen, ich mach mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Grüß mir in Zukunftskronk, ich hoffe, der denkt ans Kurbelrad. Irgendwie muss der hier weiterkommen. Irgendwie muss der das schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao mit V und gute Nacht. Schlaft schön, tschüss. Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Dishonored 2. Mein Name ist Zukunftsgronk und ich war in Kryostase für ungefähr ein Jahr, deswegen ist jetzt 2017, während ich weiterspiele. Letzte Aufnahme ist leider schon ein bisschen her, weil ich mich einfach gegen Ende des Jahres, ich wollte mich nicht zwingen, über Heiligabend und so aufzunehmen. Es wurde alles ein bisschen eng. Huch. Achso. Also es wurde alles zeitlich ein bisschen eng, wollte ich mal sagen. Und deswegen ist jetzt ein paar Tage, ganz wenige Tage, ist jetzt ausgefallen. Aber Dishonored 2 will ich natürlich trotz leichter Umstellung am Kanal, will ich natürlich trotzdem weitermachen. Ich will das auch zu Ende bringen, auch wenn es noch ein bisschen geht. So, und zwar nicht hoppla hopp und eilig, sondern so, wie wir es bis jetzt auch gespielt haben. Also einfach ganz normal weitermachen. Ich weiß, Vergangenheitsgronk hat uns gesagt, wir sollen irgendwie so ein Kurbelrad suchen. Ich habe aber echt keine Ahnung, wo ich das hier finden soll. Ich habe einfach
Keine Ahnung. Und ich muss jetzt auch mal wieder reinkommen, weil das Problem ist, wenn man längere Pausen macht bei Aufnahmen, ne, man spielt mehrere Spiele parallel, macht längere Pausen bei Aufnahmen, dann ist immer das Problem, dass man erstmal wieder reinkommen muss in jeder Steuerung und so weiter und so fort. So, wir brauchen ein Kurbelrad. Ich glaube, da unten weiß ich nicht, ob wir da so viel Glück haben. Die Kombination ist da hinten irgendwo. Die soll man, irgendwie soll man suchen, ne? Kombination. Kommen wir da jetzt eigentlich hin, wenn ich jetzt hier so rumlaufe? Komm ich da nicht hoch? Ah, wieso komme ich da nicht hoch? Ich bin doch der super Stealth-Skiller-Meister. Wieso komme ich denn da nicht hoch oder hier auf die Lampe? So, da oben haben wir auch Blut fliegen. Ich könnte natürlich jetzt statt das Ding hier mal mit mir rumzutragen, könnte ich natürlich auch mal wieder teleportieren. Ach, das ging hier nicht. Hier ist ja keine Magie möglich. Shit. Das habe ich zum Beispiel wieder ganz vergessen. Dann brauchen wir ja gar nichts machen, dann können wir ja das Ding hier die ganze Zeit mit uns rumtragen. Hier eine Chaise Lounge. Da können wir uns hinlegen und schön aussehen. Das geht ganz gut. Ja, die Ironie ist übrigens, ich weiß, Vergangenheitsgronk hat die Aufnahme, glaube ich, um 6 Uhr morgens oder so abgebrochen, weil er dann meinte, oh, ich werde stiller, ich merke das schon, es ist 6 Uhr morgens, ich nehme mir gerade auf, blablabla. Das Lustige ist, ich habe die Aufnahme gerade angefangen und jetzt ist es 5.55 Uhr. Fick mein Biorhythmus. Es tut mir leid, es ist momentan einfach wieder, es ist ja furchtbar. So, huch, Blutstein. Hat er vergessen, deswegen bin ich nochmal hergekommen. Nach oben kommen wir hier offenbar... Wieso kommen wir hier eigentlich nicht nach oben? Der müsste sich doch super hier dran hochklettern können, oder? Wieso kann er... Jetzt kann er sich hochziehen. Na, Glückwunsch. Habe ich eigentlich eine Bombe? Hier, die Splitterminen und sowas funktionieren noch alles, ne? Wo habe ich die denn? Kann ich mal ausprobieren. Granate. Ciao! Kommen die runter? Du bist ein böser Mann. Ja. Ganz klar. Ja, ganz klar. Das sieht man sofort. Ich bin das Urböse. In Menschengestalt. Du machst sie nervös. Geh weg. Na, die sind ja schon tot. Das ist doch jetzt egal, ob die nervös sind. Sie riechen dein Blut. Ja. Sie werden hungrig. Ja, ja, das ist ja okay. Ich habe auch manchmal... Knie ich hier gerade? Dachte, du wärst weg. Bist du weg? Ich bin noch nicht gut. Weg. Gut. Alter, das ist aber ein bisschen unhöflich. Alles, was passiert, scheint sich um eine Art Zentrum zu drehen. Das ist sehr bequem. Ich sollte die Granaten vielleicht sparen, aber ich tue es nicht. Na, was ist denn hier los? Fliegen da an, wo es stinkt. Was soll mir das sagen? So. Der hetzt doch die Blutfliegen auf mich, glaube ich, ne? Ich bin mir fast sicher. Kann ich nicht... bei denen funktionieren die ganzen Pfeile nicht, ne? Heulbolzen blendet Gegner. Fliehen und nimmt die in Erinnerung. Ich weiß, ob das funktioniert. Brandbolzen. Wie wär's denn damit? Oh, es war jetzt ein bisschen unspektakulär. Entschuldigung, ich bin Arzt, das ist ein Patient von mir. Hallo, bitte nicht aufregen, der war schon tot. Er wusste es aber nicht. Er hatte Blutstein in der Niere. Was kann ich denn mit dem jetzt machen? Tragen und wegwerfen, okay. Nein, ich will auch keine Birne essen, also keine verfaulte. Adena Speak, ja, die können wir uns mal reintun. Generell können wir unseren Gesundheitsbalken mal wieder ein bisschen hochschießen. Ich weiß nicht, was Vergangenheitsgronk da gemacht hat. Der andere ist weg, der ist einfach weggedackelt. Nee, das ist noch da hinten. So, ich spanne hier erstmal. Schön sieht das aus. Oh, großartig. Wunderbare Einrichtung. Bisschen gewagt, aber hat so ein bisschen diesen Used-Look hier alles. So, weg.
Gut, da drüben geht's auch wieder ab. Haben wir noch eine Granate übrig? Jawohl. Wie wär's denn damit? Oh, Entschuldigung, wie wär's denn damit? Seht ihr, meine Süßen? Wirklich alles schlechte Menschen. Die ist zu weit geflogen. Die habe ich genau dazwischen durchgeworfen. Das war ein bisschen doof. Alles ist gut. Der böse Mann ist weg. Ich bin böse Mann. Ich bin der böse Mann. Der Fliegen klatschen kann. Ich bin hier ein böser Mann. Wenn ich jetzt andersrum gehe, ist das jetzt einer? Ist das noch einer? Also sind das jetzt drei lustige Brüderlein oder wie sieht's aus? Wie verhält sich das hier verwandtschaftstechnisch? Wenn ich jetzt mal ganz kurz um die Ecke schlawenze, haben wir noch ein paar übrig. Erstmal schön Blutsteine mitnehmen, zack. Ach. Ich räume hier einfach mal auf. Hier wurde ja auch schon seit Jahren nicht mehr geputzt, da muss ja mal einer ran. Ganz kurze Frage, das mit dem Feuer hat gut funktioniert, Springmine will ich gar nicht. Knarre im Kopf ist so, so unstylisch, finde ich. Blendgegner, wir können immer blenden, einfach just for fun. So, haben wir mal gemacht, geblendet. Und rasiert. Eine kleine Vollrasur. Was haben wir hier? Brief des Architekturbüros Muranola. An Mr. Aramis Stilton. Sehr geehrter Mr. Stilton, mit Freude wenden wir uns heute wegen des geplanten Anbaus Ihres Hauses an Sie, da wir Ihnen nun unsere Pläne für Ihren neuen funktionalen und optisch ansprechenden Bürobereich präsentieren können. Hätten Sie vielleicht Zeit, sich unsere Zeichnung in den nächsten Wochen anzusehen? Wir stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung und können umgehend mit dem Bau beginnen, sobald Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben. Hochachtungsvoll, Kirkengard und Muranola vom Architekturbüro Muranola. Schön. Und einen Plan kriegen wir auch noch. Hinterhofkeller, Esszimmer, Schmetterlingszimmer. Großartig. Nummer 3. Wo ist es da? Schön. Mag ich gerne. Irgendwas summt hier noch verdächtig. Ist hier noch irgendwo? Ist hier noch... Da oben sind ja auch noch Dinger übrig. Ich weiß gar nicht, wie ich da dran kommen soll. Ich will mal E drücken übrigens, weil ich jetzt andere Spiele spiele, wo ich immer E drücken muss zum Benutzen, will ich auch wieder E drücken und man merkt es dann doch. So, ciao. Ciao. So viel Zeit muss sein. Also hier oben haben wir jetzt aufgeräumt. Das heißt aber, 06. Aufschließen, spähen. Wow. Auf einem Auge blöd. So, Kombination ist da hinten da irgendwo. Ich guck mal ganz kurz, wenn wir jetzt unseren kleinen Fächer wieder machen, unseren kleinen Luftfächer. Da wäre dann quasi eine Tür. Schön. Oh. Okay. Oh, keine gute Idee, den jetzt auszuschalten. Macht der da? Der lauscht! Boah, die Penner lauschen hier! So. Hakelt ein bisschen. Wenn wir diese Ansicht anmachen, hakelt die ein bisschen. Oh, warte mal ganz kurz. Ach, das ist eine Pflaume und wieder zwei Groschen. Ich lass die mal liegen. Hier haben wir noch einen Fahrstuhl, der ist wahrscheinlich nicht in Betrieb, würde ich vermuten. In der Vergangenheit könnt ihr da noch gehen. Hier weiß ich gar nicht. So, da ist noch was zur Geißenherbst. Ich schaue mich ja lieber vorsichtshalber noch ein bisschen gründlicher um. Boah, leider leiert das gerade ein bisschen nach, aber egal. So, und hier geht's dann noch weiter. Wer steht denn da? Ah, da sind wieder Bedienstete, die da fleißig schrubben. Hier gelandet. Warte mal. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Elixiere haben wir voll, okay. Ich wollte doch unten die Kurbel finden. Jetzt laufe ich hier rum und mache irgendwas ganz anderes.
alles natürlich blockiert, warum auch nicht? Schade. Ich will gar nicht wissen. Getrocknete Astechse, großartig. Aber die können wir ruhig mal essen. Ich will gar nicht... Androiden-Porno. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und da drüben die zwei Socken. Ich habe keine Ahnung, warum hängen die da? Die hängen schon ein paar Jahre da. Dafür ist die Hose weg. Okay. Warum auch immer. Ob das einen tieferen Sinn hat, ich wage es zu bezweifeln. Was ist das hier? Scherben? Pistole haben wir nicht benutzt. Wasser können wir aufdrehen, ist aber fast egal. Pistole haben wir schon, Toilette spülen. Da ist auch ein Kopf drin. Erstmal Haare waschen. Oh, Nase juckt. Haha. Kann ich hier vielleicht, ist hier vielleicht in der Vergangenheit noch irgendwas? Oder kann ich mich in der Vergangenheit hier vielleicht rumdrücken, ohne dass jemand was sieht? So, aha, aha. Aha. Noch ein Gesundheitselixier können wir nicht brauchen. Toilette spülen, lalalala. Schublade öffnen, da ist nichts drin. Das heißt, wir können die Münzen in der Vergangenheit und in der Zukunft nehmen. Ist das nicht irgendwie komisch? Haben wir die jetzt nicht schon... Müssten die aus unserem Inventar verschwinden, wenn wir die jetzt in der Vergangenheit genommen haben? Können wir die in der Zukunft ja gar nicht mehr genommen haben. Weißt du, was ich meine? Okay, da ist eine Wache. Die könnten wir ausschalten. Ich weiß nicht genau, ob es was bringt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas bringe. Das sieht wie verstärktes Glas aus. Hat es einen Einbruch gegeben? Nein, nichts dergleichen. Oh. Weg da! Okay. Wo ist der Kollege? Die Wache ist weg. Die ist bestimmt durch die Tür gegangen. Da ist er. Das war er. Okay. Jetzt sind nur noch die beiden hier übrig. Theoretisch könnte ich die beide ausschalten, aber ganz ehrlich, ob ich das will, weiß ich noch nicht genau. Wo ist der andere? Das ist so komisch, sich auf beide Zeiten zu konzentrieren. Er steht da. Er steht da. Okay, warte. Jetzt stehen die beide hier. Also im Grunde genommen kann es uns egal sein. Wir müssen die nicht wirklich ausschalten. Ich weiß nur nicht genau, ob hier noch irgendwas liegt, was wir vielleicht brauchen können. Das kann ich nicht sagen. Da liegen Aale. Schade, dass ich ja nicht einfach durch die Zeit greifen kann. Durch die Scherbe einfach durchgreifen, mir irgendwas nehmen und dann ciao. Und vor allem geht's da weiter? Würde es da in der Vergangenheit weitergehen? Okay, lass mal kurz gucken. Die Lili, die Lili, die Lili, die Lili. Okay, wir machen das folgendermaßen. Pass auf. Er steht ja immer hier. Er, da kommt gleich wieder. Oh, Sekunde, ich muss husten. Was ist denn los heute? Siehst du, da kommt er wieder. Dann steht er da. Und sobald er weggeht, wechseln wir die Zeit. Und ich versuche mal mit Q auszuschalten. Ich hoffe, das geht. War das Control oder Q? Verdammt. Ich glaube, es war Control. Hau schon ab. So. Okay. Was ich vielleicht noch hätte machen sollen, das sollten wir generell mal machen. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir legen die Herren mal... Oh, ich wollte ihn in die Badewanne legen. Einfach nur, falls jemand reinkommt.
Und da unter dem Bett ist irgendwas. Siehst du? Also umgucken ist ganz gut. Und wir kommen vielleicht auch durch die andere Tür, das weiß ich noch nicht genau. Ich drücke fallen lassen und er schmeißt sie da hinten irgendwo hin. Na gut. Soll mir recht sein. Ah, die ist immer noch blockiert. Scheiße. Heimkino. Und er macht da irgendwas, ich weiß gar nicht, durchsucht er irgendwas? Da wimmelt alles mit Wachen. Ich guck mal ganz kurz unterm Bett. Was ist das? Ach, Pistolenkugeln. Ja, großartig. Die brauchen wir natürlich überhaupt nicht. Mist. Ich dachte, irgendwas Interessantes, irgendwas, was uns weiterbringt. Aber leider... Leider ja nicht, Freunde. Leider überhaupt nicht. Neue Fenster. Ans Hauptpersonal. Ja, also, die Arbeiter kommen heute, um das Fenster zu reparieren. Die können nur heute und habe echt eine riesen Stunk gemacht, dass sie die nächsten Monate total beschäftigt sei und das nur heute Abend geht. Ich hab gesagt, es ist für ein Mr. Aramis Stilton. Und sie sagte, das könnte auch der Herzog selbst sein. Es geht nur heute Abend. Also lasst sie einfach die Fenster machen. Gruß, James. Was? Der schreibt also auch so, wie er spricht. Okay. Na gut, da kommen wir nicht raus. Hier werden die Fenster gemacht. Das waren die beiden Arbeiter, glaube ich, die wir gerade ausgeschaltet haben. Da oben kommen wir eh nicht hoch. Ich mache mal wieder ganz kurz den Wechsel der Zeiten. Und da müssen wir mal kurz gucken, wo wir jetzt hin müssten. Hier wären die Arbeiter. Hier ist auch sonst niemand, der uns sehen würde, ne? Ich bin so paranoid, ich habe das Gefühl, hinter mir sieht mich dann immer irgendwer. Aber die Wachen machen ja nur rein gar nichts. Generalschüsse benötigt. Volle Wurst. Shit, ich dachte, ich kann da wenigstens rein. So, hier ist auch nichts. Was kann ich denn dann überhaupt machen hier? Jetzt sind wir hochgegangen, haben ein neues Räumchen gesehen. Hier gibt es noch Weintrauben, das ist ganz toll, aber... So richtig bringt uns jetzt hier auch nichts, ne? Hier sind auch die beiden, die lauschen. 2, 7, 8. 2, 7, 8. Das Ding kriegen wir auch nicht mehr runter, ne? Also das Ding kriegen wir nicht mehr repariert. Scheiße, okay. Ich dachte, vielleicht können wir jetzt 2, 7, 8 hier machen, aber leider. Da ist Yeld, er sitzt immer noch da. Und hier ist der Hauptmann von Köpenick. Also theoretisch wollen wir jetzt hinter den treten. Wir können nicht hinter den treten, das ist die Scheiße. Wir kommen da nicht rein, weil wir einfach nicht hinter den kommen. Wobei, vielleicht geht es so. Ich speichere mal. Oh, die verbrannte Leiche. Ah, das ist er. Okay. Huh? Zu Aramis Tiltons Hinterhof? Will ich da hin? Da ist die Kombination. Ich will natürlich erstmal die Hauptquests machen. Wir könnten natürlich auf den Hinterhof, aber... Ich guck mal ganz kurz. Decke, da. Finde die Kombination für das Arbeitszimmer. Das ist unser Ding natürlich. Befinden sich im Hinterhof. Eine Kombination für die Tür des Arbeitszimmers. Ach, das war das Arbeitszimmer. Herzog Luca Wähler, ist anderer Zöller. Kronewander, Missionsgegenstände. Okay, ja, dann müssen wir wohl auf den Hinterhof. Dann gehen wir auf den Hinterhof. Mal gucken, was passiert. Okay, ich wollte eigentlich eine Kurbel für den Keller suchen, aber wenn das keine Quest ist, sondern einfach nur irgendwas. Ich dachte, wir können jetzt irgendwas aufkurbeln und finden dann da irgendwas, was vielleicht, was uns storytechnisch weiterbringt, aber scheinbar. Na gut, gehen wir in den Hinterhof. Komisch.